Mainstream-Television heute von der Landwirtschafts- und Gewerbeausstellung BEA in Bern. Wir wollen herausfinden, was ist Swissness? Warum Swissness? Was ist so attraktiv an diesem Schweizer sein in diesem Land? Was bedeutet dieses Kreuz auf der Schweizer Fahne, du als waschechter Schweizer? Das Kreuz, das ist für mich die Freiheit. Dieses Kreuz ist ein Sinnbild dafür. Für uns Schweizer, dass wir stolz darauf sind. Eckig, kantig, aber stolz. Ja, aber was das bedeutet? Die Schweiz? Und dass die, die in die Schweiz kommen, die wir auch kreuzigen. Viele Politiker meinen ja, ich will ihnen auf die Kappe bissle. Ich kann euch beruhigen. Andere werden angegaggelt. Was ist denn so richtig schweizerisch? Das, was du gesagt hast. Die Kühe? Ja. Für was steht der Schweizer auf? Für das. Für was setzt er sich ein? Für das. Was beflügelt ihn? Das. Diese Neutralität ist eine Schweizer Tugend, sagt man. Ist sehr gut, dass die Neutralität vorherrscht in der Schweiz. Ja, das sehen wir alle Tage. Wir nehmen ja jedes Jahr 80.000 Ausländer auf in der Schweiz. Das ist Neutralität. Das heißt, man ist nicht nur einfach neutral, sondern man mischt sich dann auch mal ein. Nein, nicht. Nicht. Ich nicht. Du bist so ein halber Dalai Lama. Ich nicht. Ich nicht. Du bist ein kleiner Buddha. Sag doch du noch in die Kamera, was die Ausländer so richtig schweizerischer machen würde. Am besten ist, wenn ihr zu Hause bleibt. Wir schmeißen den Ausländer, oder? Schmeißen ihn. Der hat es nicht über die Grenzen geschafft. Ja, warte, jetzt musst du so nah wie möglich. Also nah wie möglich ja. An den Ausländer? Ja, ja. Dann ist das die Grenzpolizei. Diesen kleinen Ausländer. Wart, lass mich ja in die Grenzpolizei hineinfühlen, damit ich eine Antipathie entwickle. Du kleiner Ausländer, wolltest in die Schweiz kommen, ne? Oh! Da kommt der Schweizer in Schweizer. Ich bin ein dufferer Vogel, du. Einen Applaus für John! Das nächste Lied kommt von John und von mir und das heißt Blümlis Alp in einer feuchtfröhlichen Sommernacht. Dem nicht ganz, es kommt gegen easy altes Haus. Es kommt Blümlis Alp in einer Sommernacht. Ja, ja, das ist mein Job. Das ist meine Show. Schon, sorry. Muslim Television Breaking News. Wir haben soeben Herr Blocher gesehen auf dem BEA Areal. Christoph, nur ganz kurz. Sie sind am Korne essen an der BEA. Ja, das stimmt. Nicht an einer Session oder sonst an Nein, einer. Sicher nicht. Und wie sieht der politische Kurs aus für 2016? Schlecht. Wir könnten es ja zusammen machen, ja? Nein, das können wir nicht zusammen machen. Weil es nicht einstudiert ist, mein Freund. Ja, das Leben ist spontan, ja. Die Kunst ist spontan, die entsteht, ja. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Machst du deine Show und ich gehe mal Pause machen. Ja. Aber ich brauche einen Italiener. Nein, da musst du selber mitbringen. Aber nicht mit meinem Mikrofon, bitte. Die BEA, die BEA. Ich wollte herausfinden, was Swissness heißt. Und ganz ehrlich, so richtig schlau geworden bin ich nicht. Aber eins habe ich gelernt. Die Schweizer, die gehen ihren Weg. Auch wenn ihnen das Leben manchmal auf den Kopf gaggelt. Junge, wir sind von Muslim Television. Wir haben uns angemeldet. Wir sind akkreditiert. Mach doch mal die Tür auf, ja. Dong, dinge, dang, dinge, dong. So läuten auf der Alm die Kühe. Was ist das? Die Kühe, die machen Mu. Laudere, oh, oh. Heute bin ich bei den Rebellen der Schweiz im Wallis. Hier gibt es noch eine Königin und Monarchie. Und das Schöne daran, die müssen gegeneinander schlägle, um rauszufinden, wer die Königin ist. So wie ich damals auf der Straße. Ich
glaube, wir haben kompetente Leute gefunden. Vielleicht kann mir jemand erklären, um was geht es denn heute genau? So stechen, weißt du. Ah. Wie meinst du das? So, Kühe, so oder so. Ist es deine Königin? Das ist meine Königin, ja. Hat sie das Finale schon mal gewonnen? Ah, du redest jetzt vor Ruhe, nicht vor Frau. Die kämpfen gegeneinander, ohne Regeln. Nein, es gibt Regeln. Sie darf zweimal verlieren, beim dritten Mal ist sie weg. Entschuldigung? Ja, warten du! Wie heißt du denn? Was macht denn diese Walliser so komisch, ja? Also die weiblichen oder männlichen? Gesamt. Die Unterwalliser oder Oberwalliser? Da gibt es noch Unterschiede. Da gibt es große Unterschiede. Was macht denn die Unterwalliser anders? Die Unterwalliser sprechen anders. Die Französin, die französische Kultur. Und die lieben manchmal auch ein bisschen etwas zu trinken. Das ist schon ziemlich einen auf dem Sender, ja? Was macht denn die Walliser anders als die anderen in der Schweiz? Ja? Ist das speziell? Ja, wir sind speziell. Wir sind einfach die Beste. Das ist speziell. Die Walliser wissen ja, wie Party zu machen. Wie viele Finger sind das? Zwei. Wie viele sind das? Vier, fünf. Wie viel ist das? Fünf auch. Das ist der Friede, Junge, der Friede, ja. Im Wallis ist das nicht immer so. Moll! Ober- und Unterwallis. Das macht nichts. Das ist wie beim Sex, oben oder unten, macht gar nichts. Zusammen ist wichtig. Jetzt geht es los. Die Frauen gehen aufeinander los, nur um Königin zu werden. Unglaublich, ja, wie sie um diese Monarchie kämpfen, ja. Wie sie probieren, die Nummer eins zu sein. Ja, wir haben das früher anders ausgetragen. Obwohl die miteinander schlägeln, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ziemlich fairisch, weil die Verliererin, die läuft dann einfach raus. Eigentlich sollte das in der Politik genau gleich sein. Die sollten einfach das Feld räumen, ja? Und die Diktatur walten lassen. Warum schnäckeln denn die, ja? Die haben ja alles. Die Schweizer Kühe, ja? Wenn es albanische Kühe wären, türkische Kühe, cool. Die Walliser sind ein spezielles Völkli. Man hat manchmal ein bisschen Kommunikationsprobleme, aber sie können gut trinken und manchmal sogar richtig labambele. Und das Schönste daran, sie können gut schlägle. Für Schweizer. Die Schweizer Armee ist eine Art XXL-Version der schweizerischen Fußballnationalmannschaft. Ein Multikulti-Verein. Darum bin ich heute in Birmensdorf an der Rekrutenschule, um meine Brüder zu besuchen, die nicht nur ihre Rechte, sondern auch ihre Pflichten als Schweizer wahrnehmen. Muslim! Der Islam! Herr Bernasconi, ja? Guten Tag, Herr Muslim. Schön, dass ich heute hier sein. Wenn ich Sie kurz um Ihren Rang fragen darf. Ja, ich bin Oberstleutnant in den Generalstab und bin ich der Kommandant von der Infanterie durch den Bataillon 141. Das haben wir wie aus der Pistole geschossen. Infanterie durch die Kompanie 141 Geist. Guten Tag, Herr Kommandant. Guten Tag, Oberstleutnant. Guten Tag. Die Soldaten unter sich, wie grüßt ihr euch dann? Die Soldaten unter sich? Ja, manchmal auch mit Gruß oder mit Handschlag. Ja, genau. Unterschiedlich. Ja, auch so. Stopp! Genau. So sieht dann ein Schlafraum. Ein Schlafzimmer der Truppe, jawohl. Was sind denn so die größten Konflikte, die hier drin ausgetragen werden? Die größten Konflikte sind eigentlich die, dass zum Beispiel die Zimmerordnung nicht eingehalten wird,
Dann sind die Betten mit dem kleinen Hügel. Das sind eigentlich kleine Sachen, aber man muss immer wieder den Finger darauf halten. Richtig. Oder den Finger manchmal auch rausnehmen. Aus der Nase zum Beispiel. Ja. Es entwickelt sich ja über die Zeit eine Freundschaft in diesem Raum. Ist doch so. Ja. Hat denn der Feldwebel schon mal einen Soldaten gehabt, den er speziell gerne gehabt hat, der ihm sogar an sein Herseli gewachsen ist? Nein, jetzt noch nicht. Jemand, der bei dir dieses Gefühl ausgelöst hat, vor dem Fenster zu stehen und vielleicht ein Lied zu singen. Nein, soll ich gehen. Lan Marcus, du wirst mein bester Soldat. Wann kommst du wieder in die Kaserne? Ta-na-na-na-na. Jungs, ist noch Platz frei hier? Ja? Kann man sich noch setzen? Von wo kommen denn die Eltern, wenn ich frage? Angola. Jetzt mal abgesehen von der Kamera, sag es ganz ernst. Wenn es Krieg geben würde, würdest du wirklich für dieses Land in den Krieg ziehen? Bitte, keine Chance. Herr Leutnant, ja, es gibt einige Soldaten, die sagen, wir würden eh nicht gewinnen, sagen sie, wenn wir in den Krieg ziehen würden zum Beispiel. Hätten wir eine Chance gegen Österreich? Also, wenn wir einfach einen Krieg haben, ich weiß nicht, von welcher Seite man kommt, einfach der Gegner. Die kommen von allen Seiten. Guten Tag. Wie begrüße ich ihn? Oberst! Und Ihr Name jetzt? Mein oder? Muslim! Rund! Wunderschönen Tag. Alles klar, ja? Alles gut. Ja, super, ja. Darf ich dich kurz fragen? Bist du in einem Robocop-Modus? Ich kann es leider nicht reden. Was konzentriert? Ich wette, du bist viel zu feig, um einen Schuss abzufeuern. Ich habe gar keine Munition dabei. Das Problem, das wir haben, ist da vorne. Dort vorne steht das Fahrzeug im Weg. Für einen Mann mit einem Auto? Für einen Mann mit einem Auto. Diese Arme? Braucht es eine Armee. Kein Problem, wenn Sie wollen, kann ich das kurz regeln. Soll ich vorbei? Ja, ich weiss nicht, ob Sie das regeln können. Wissen Sie, dass ich ihn weg von der Straße nehme? Ja, vermutlich wirst du es nicht schaffen. Bitte, sei doch so nett. Nimm dein Auto. Und geh wieder dorthin, wo du gekommen bist. Ich habe es dir gesagt. Jungs, eine kleine Information. Ich war bei unserem Ziel dort hinten. Ich habe ihm klar eine Ansage gemacht. Ich habe ihm gesagt, Junge, mit uns kannst du es nicht anlegen. Also, er ist vorgewarnt geworden. Alles andere überlasse ich dem Schweizer Militär. Alles klar, Len? Wie ist es denn für dich so, jetzt mal unter uns für ein fremdes Land zu kämpfen? Also fremdes Land würde ich schon nicht sagen. Also ich bin hier aufgewachsen und ja, ich glaube, jeder von uns ist sicher stolz, hier zu sein. Was spürst du dabei? Bei was genau? Wenn du diese Uniform trägst. Ich bin stolz darauf, dass ich sie tragen darf. Ex-Ausländer und Schweizer, die verkehren hier auch miteinander. Ja, ja, sicher. Da gibt es keinen Unterschied. Nein, eigentlich nicht viel. Achtung! Dankeschön! Direkt aus der Rekrutenschule. Es war ein ziemlich bewegender Tag. Und ich muss sagen, auch wenn es manchmal nicht so feckt, Disziplin zu spüren und zu gehorchen, habe ich hier heute sehr fröhliche Menschen angetroffen, die eins waren, ein Kollektiv. Und bekanntlich wird das mit CH geschrieben, Kollektiv. Unüberwindbare Mauern, Stacheldraht, vergitterte Fenster und top ausgebildetes Personal. Eine Flucht von hier ist unmöglich. Weil es ist das modernste und größte Gefängnis in der Schweiz. Und einmal mehr sind es vor allem Ausländer, die hier zu Hause sind. Aber keine Panik, die sind nicht kriminell. Dafür ziemlich animalisch. Lärm!
Wie heißt das Tier? Ravi. Ravi? Ja. Kommt Ravi von Ravioli? Nein. Wenn man als Ravi aus dem Asiatischen in die Schweiz migriert, was ist der Unterschied zum Ausländer, der hierher kommt? Ja, die Ravi hat jetzt natürlich den Vorteil, dass sie hier einfach nichts muss arbeiten. Sie bekommt ihr Futter. Und das ist bei den Ausländern genau gleich. Gab es schon mal Situationen, wo du um dein Leben fürchten musstest? Nein, habe ich nie müssen. Sag doch ja, dann haben wir besser einschalten können. Chippy. Wie heißt sie? Chippy. Chippy? Ja. Ah, jetzt komme ich draus. Die Kinder auf der Straße sagen immer, hey, Chippy. Das Osmanische Reich, sagt man ja, die sind mit den Kamelen bis zu den Alpen gekommen. Dann sind sie erfroren. Frag einen Augenblick, warum schäumt denn der Kleine dort? Warum hat er so Schaum vor dem Mund? Er hat wahrscheinlich vorher gerade bei der Mutter getrunken. Hat er Milchstibitz? Genau. Dieser kleine Milchsüchtige. Ja. Was ich nicht verstehe, ist, wenn solche Exoten es schaffen, unter diesen klimatischen Bedingungen es auszuhalten, warum haben wir Ausländer so Probleme? Tja, weiß es nicht. Ich bin Schweizer, musst du dich fragen. Oder vielleicht, wenn wir jeden Morgen Macadamia-Nüsse bekommen würden. Ja, das ist ein bisschen teuer, weißt du? Da kommen bei uns nur die Besten. Ja. Was willst du damit sagen, Entschuldigung? Ja, nicht drehen, bitte. Einfach geradeaus. Die beißt. Sie kann beißen, genau. Sie kann beißen. Unsere Tigerpythons beißen nicht. Tigerpythons vom Charakter. Ich glaube, die Kamera ist eingelaufen wegen meinem Angstschweiß. Mein erstes Mal, dass ich eine Schlange berühre in meinem ganzen Leben. Einen Augenblick. Jetzt ist es passiert. Und? Oh, die fühlt sich an wie ein Sexspielzeug, Entschuldigung. Ganz ehrlich, ich muss ja sagen, was es ist. Für alle, die sich das nicht vorstellen können, ist eine Mischung zwischen Silikon und Seide. Genau, das ist ganz edelste Seide. Weich. Mein Angstschweiß hat schon wieder die Linse begattet. Können wir die Linse noch einmal putzen? Allerdings, bitte, ja. Ja, Chef. Warum hält eigentlich die Praktikantin den gefährlichsten Teil? Ist das hierarchisch so, dass die weiter oben sind, den Schwanz hinten? Dann bin ich zuletzt, zum Beispiel. Genau, nein. Ich bin der am höchsten ist. Nein, so, Praktikantin, halt das Mund, die hat gefurzt. Sie hat gefurzt, da. Nadine hat sehr viel Erfahrung mit Schlangen. Nein, nicht Nadine hat gefurzt. Ich meine, die Python hat gefurzt. Es hat wirklich so gemacht. Komm, Schippi, Schippi, Schippi. Komm, Schippi, komm. Du musst ruhig sein, das kommt sie sicher nicht. Ich darf nicht reden. Nicht sagen. Ja, aber sie kommt. Haben die spezielle Hierarchien hier? Ja. Die Männchen sind Bossen da. So wie wir, von oben nach unten. Die Männer sind oben. Oh! Noch eine Prise Zitrone. Also nehmen sie sicher nicht mehr. Nein, nur die Duftstoffe ein bisschen aktivieren. Komm. Das gibt Zitronensäfte, ja? Komm. Es hat sich langsam rumgesprochen, dass es Zitronensaft gibt. Komm, Siegeli. Kommst du von Afrika den ganzen langen Weg in diese Breitengrade? Einen Augenblick, Kinder. Pach Jimbo! Ambudu! Mambutu! So, dann machen wir noch ein Gruppenviertel. Sein oder Ausländer sein, das ist hier die Frage. Diese Tiere hier werden, wenn es nach mir geht, vor all diesen bösen Menschen hier draußen beschützt, ohne den Moralisten zu spielen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich hasse euch alle zusammen. Aber das nur, damit ihr einschaltet und von dieser Liebe hier erfährt. Müsst ihr Television. Ziemlich animalisch. Chef, was ist? Warum sprichst du von das Auto, ja? Kätzli, ja. Allerdings, was soll ich machen? Chef, du fährst wie Wilder. Ich fahr wie ein Wilder. Was kann ich denn dafür, kommt die Katze vor das Auto, ja? Auf Wunsch meiner Mitarbeiter frische ich also meine Fahrkünste auf. Damit sich der Fahrlehrer auf mich konzentriert, haben Aladin und Sergio versteckte Kameras gebastelt und folgen uns nun undercover.
Feuer! Darf man eigentlich bei Orange schon so ein bisschen provozieren? Soll man nicht. Ich mache Sport. Ich gehe. Oh, eine heiße Katze, Matt. Nein. Hey. Bobo! Alles klar, nein! Du bist auf der Straße. Schachi, hast du die Hüfte nicht gesehen? Nein, links, ja. Rechts, ja. Mit dieser Heidi Frühe. Ja. Wo bist du hin? Hey, gut! Was, dein Auge nicht? Nein! Entschuldigung, ich habe Haus bekommen. Ich habe gedacht, ich ziehe die Jacke ab. Wieso fährst du? Es tut mir leid, Entschuldigung. Ich habe es nicht begriffen. Ich habe mich kurz vergessen. Fahr schnell hier auf die rechte Seite. Bin ich durchgeflogen? Ich komme gleich. Ja? Okay. Wohin gehst du? Ich komme gleich. Sitz hin, ja, lass uns darüber reden. Ja? Ich habe Angst hier drinnen. Ich habe mir vorhin nur überlegt, ob ich mit dir auf die Autobahn fahren kann. Ich habe mir gedacht, nein, ich gehe nicht. Das ist mir zu gefährlich. Roland, jede Beziehung hat seine Höhen und Tiefen. Das ist so. Hä? Geben wir uns noch einmal eine Chance. Wir geben einander noch eine Chance. Nein, das will ich nicht. Im Verkehr muss man manchmal auch mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren. Alles klar bei Ihnen? Ja. Ja, Hey! Ich bin heute zum ersten Mal in der Fahrschule. Er will mir sagen, wie ich mich zu verhalten habe. Okay, aber so verhalten Sie sich nicht auf der Straße und quatscht Leute an. Soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen? Ja. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätten wir uns nie gesehen, ja. Richtig. Hast du das gesehen? Ja. Die wird das ihr Leben lang nicht mehr vergessen, verstehst du? Was ist das für ein Zeichen eigentlich? Was ist das für ein Zeichen? Linker Fahrstreifen. So, jetzt, genau. So, das mache ich nicht. Das ist ein Heidlerzeichen. So. Und jetzt, wenn ich schon mal in Basel bin, dann muss ich noch kurz vorbeischauen. Bei diesem Hassan. Der hat seine kleine Café hier vorne und ich muss kurz etwas erledigen gehen, aber ich komme dann gerade wieder, kein Problem. Wichtig ist einfach, dass der Motor läuft und dass, wenn ich wieder nach draußen komme, dass du vielleicht im Notfall los. Nein. Los. Ich rufe die Polizei und ich gehe weg. Ganz kurz. Ich rufe die Polizei und gehe weg. Ganz kurz. Ich rufe die Polizei und gehe weg. Ich sage es dir zum letzten Mal. Ich erkläre es dir nur ganz kurz. Nein, du musst mir nichts erklären. Ich hab den Motor. Du musst mir nichts erklären. Nein. Du fährst hier nach vorne. Ich muss die Handbremse ziehen. Ich muss sie ziehen. Hier auf der Seite. Lass mich kurz reingehen und wieder rauskommen. Nein. Lass nein. Mich ganz kurz rein. Dann werde ich die Polizei rufen. Jetzt. Also gut. Okay, gut. Gehen wir dann. Also, gehen wir. Lass uns eine Umarmung. Nein, ich möchte das nicht, bitte. Lass mich da, sonst steige ich wieder raus. Roland, warum bist du so angespannt? Bin ich angespannt. Was würdest du mir mit auf den Weg geben? Halte deine Emotionen im Griff. Das ist das, was ich dir auf den Weg geben will. Sind wir drauf? Ja, Chef. Die Fahrschule hat mir heute gezeigt, dass Emotionen manchmal nicht am richtigen Platz sind und dass man sie unter Kontrolle haben sollte. So wie alle anderen Sachen im Leben. Chef, dafür Auto rollt weg. Was ist los, ne? Auto rollt weg. Was für ein Auto, ne? Auto rollt weg. Warum sagst du nichts? Ja?
Damit es klar ist, bei Müslüm Television kommt niemand zu Schaden. Und mal abgesehen davon, haben die ja sowieso 7 Leben. Trink, mein Freund, Hadi. Hm.